So, wir haben einen Neuzugang und da freuen wir uns total. Und wir wollen natürlich als allererstes mal hören, wer das ganz genau ist. Und ja, wir haben schon uns geeinigt, du heißt Bagar mit Vorname. Aber sag uns mal deinen ganzen Namen, damit wir dich immer richtig ansprechen können. Also, danke erstmal, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Abubakar Kakpo, aber die meisten nennen mich immer Bagar. Dann wollen wir das auch so halten, dann nennen wir dich auch Bagar, ganz klar. Und die große Frage ist ja, wo fühlst du dich zu Hause auf dem Platz hier? Ne? Wo werden wir dich sehen? Vorne, hinten, in der Mitte oder spielst du sogar im Tor? Nein, eher gesagt vorne im Sturm gesehen. Aber wenn es halt beim Spielen halt so sein sollte, dass man halt nach hinten kommt, kann man das auch machen. Aber ich bin eher gesagt vorne im Sturm gesehen. Aber wenn man deine Statistik liest, dann weiß man sehr genau, wo du spielst, denn du weißt genau, wo das Tor steht. Das heißt, du hast eine riesige Trefferquote, kommst ja auch aus der Regionalliga, also sozusagen auf einer Ebene jetzt hier mit uns. Und ja, wie gesagt, deine Quote, erzähl uns ein bisschen, die ist richtig gut. Ja, also man sieht ja schon meine Quote halt, wie die aussehen. Und ich weiß ja auch, dass die Regionalliga Südwest halt ja von spielerisch gesehen auch ein bisschen stärker ist, als wo ich halt herkomme. Aber ich denke, wenn ich da ich jetzt hier ein neues Zuhause gefunden habe, und da will ich auch weiter versuchen, auch mein Tor halt zu schießen. Ja, und wir wollen dich natürlich ein bisschen besser kennenlernen. Das heißt, wir wollen mal hören, wie hat das alles angefangen bei dir mit dem Fußball? Welche Stationen gab es dort, bis du jetzt hierher gekommen bist? Angefangen habe ich halt bei TSV Rudo. Ist halt im Bezirk Neukölln liegt es. Und von da bin ich halt dann über Hertha und von Hertha ein halbes Jahr in Leverkusen gewesen. Nach Leverkusen war ich dann für eineinhalb Jahre in Österreich und danach bin ich halt wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Rödinghausen, Victoria Berlin, BRK und jetzt, heute bin ich halt in Offenbach. Ja. Und wo liegen deine Wurzeln? Wo bist du geboren? Und was sind so deine Eltern? Wo kommen die her? Also meine Wurzel liegt in Sierra Leone. Das ist halt in Westafrika. Und da bin ich halt geboren, aber aufgewachsen bin ich halt in Deutschland aufgewachsen. Da bin ich halt mit sechs Jahren halt nach Deutschland gekommen. Jetzt hast du schon ein paar Vereine aufgezählt, bei denen du warst und wir haben eben gerade über Sierra Leone gesprochen, aber du bist ja auch deutscher Nationalspieler gewesen, ne? Ja, das stimmt schon. Ich bin deutscher Nationalspieler gewesen von der U15 bis U19 und ich bin auch U17 Europameister geworden. Das war im Jahr 2009 war das. So, jetzt hast du hier schon ein bisschen das Stadion mal genauer angeschaut. Ich glaube, es gefällt dir, wenn ich deinen Augen, deinem Lächeln sozusagen folge. Ja, also ich habe schon ein paar Spiele auch im Fernsehen halt verfolgt, weil letztes Jahr habe ich schon jemanden, der auch hier gespielt hat und ich habe noch erstmal nachgefragt, wie es im Offenbach ist und hat nur halt Gutes über den Verein gesprochen und ich freue mich auch, weil Offenbach hat schon riesige Fans und darauf freue ich mich halt, dass es halt wieder losgehen kann. Aber sonst, was ich jetzt heute gesehen habe, gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ja, und du hast die Fans angesprochen, die stehen dort auf dieser Gegengerade und ganz viele Gegner, die erzählen uns, es ist ein ganz komisches Gefühl, dort zu spielen, weil die Fans sind immer ganz nah dran. Das dürfte dir doch entgegenkommen, oder? Ja, ich meine, das muss halt sein, weil Offenbach war es halt ein Traditionsverein, die schon ein paar Jahre schon umgespielt haben und von daher, man kann einfach diese Fanszahl einfach von heute auf morgen einfach nicht verlieren. Aber wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall schon, dass es halt bald wieder losgehen kann und auf die Fans freue ich mich auf jeden Fall. Und wie machst du denn in der Regel deine Tore? Bist du so ein klassischer Stoßstürmer vorne in der Box oder mehr so der hinten ein bisschen Lücken reißt und dann doch wieder auftaucht? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich will jetzt nicht so viel verraten, damit wissen ja die Abwehr, was sie tun haben sollten, aber ich würde sagen, es ist mehr variabel. Je nachdem, man muss einfach Spiel zu Spiel sehen, aber ich bin aber eher gesehen, der Stürmer, der halt vorne in Boxes und da versuche ich halt immer meine Tore halt zu schießen. Aber ehrlich gesagt, schon im Box bin ich schon immer zu sehen. Und gibt es denn den einen oder anderen Spieler hier bei uns, auf den du jetzt treffen wirst, den du vielleicht schon kennst, den du vielleicht mal mit ihm gespielt hast oder gegen ihn gespielt hast?
Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich jetzt jemanden sehen werde, mit wem ich jetzt zusammengespielt habe. Auch die, die schon da sind, ich kenne ja schon ein paar Namen. Aber ich denke nicht, dass ich halt mit dem zusammen mal gespielt habe. Aber ich freue mich, den auch, die neuen Spieler jetzt auch kennenzulernen. Und dann musst du ja jetzt ja auch nach Offenbach ziehen, denn das ist ja ziemlich weit von Berlin bis hierher. Ja, wie sieht's aus? Da wirst du dir hier eine Wohnung suchen. Kommst du da alleine oder kommt da jemand mit? Nee, ich werde erstmal alleine kommen und danach wird man einfach dann sehen. Aber erstmal will ich erstmal alleine hier ziehen und einfach eine Wohnung zu suchen. Aber erstmal komme ich erstmal alleine. Da wünschen wir dir ganz, ganz viel Glück und vor allen Dingen viel Freude hier in Offenbach. Und wie du es anfangs gesagt hast, du sollst dich hier richtig zu Hause fühlen. Genau, so muss es auch sein. Ich habe auch ein gutes Gefühl gehabt. Und nachdem ich halt mit dem Trainersteam und mit Herr Sobotzik auch gesprochen habe und die haben einfach diese Rückendeckung gegeben. Und deswegen habe ich auch ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass einfach ja, für mich auch in Offenbach gut laufen wird.